Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei dem Video über das Parallelogramm mit dabei seid. Lasst uns direkt loslegen. Was ist ein Parallelogramm überhaupt? Bevor wir diese Frage klären können, müsst ihr auf alle Fälle wissen, was ein Viereck generell ist und was parallel bedeutet. Das ist sehr wichtig für dieses Video. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Parallelogramm sehen. Wie jedes andere Viereck verfügt es über vier Eckpunkte und über vier Seiten. Aber was ist besonders am Parallelogramm? Bei einem Parallelogramm sind die gegenüberliegenden Seiten immer parallel. Das heißt, diese beiden Seiten sind parallel zueinander und diese beiden Seiten sind parallel zueinander. Wie jedes andere Viereck beschriften wir auch das Parallelogramm gegen den Uhrzeigersinn. Während des Videos könnt ihr einmal versuchen, diese Frage zu beantworten. Müssen die gegenüberliegenden Seiten bei einem Parallelogramm gleich lang sein? Diese Frage werde ich am Ende des Videos beantworten. Lasst uns einmal gemeinsam ein Parallelogramm zeichnen. Um ein Parallelogramm zu zeichnen, benötigen wir wieder ein weißes Blatt oder unser Geometrieheft, ein Geodreieck und einen angespitzten Bleistift. Wir benötigen diese Hilfslinien, um ein Parallelogramm zu zeichnen. Diese Hilfslinien nennt man auch parallele Hilfslinien. Wir zeichnen zuerst eine Gerade. Diese Gerade können wir zum Beispiel gerade H nennen. Nun legen wir unsere parallele Hilfslinien des Geodreiecks auf die Gerade H auf und zeichnen eine weitere Gerade. Diese können wir zum Beispiel F nennen. Nun haben wir schon einmal zwei Geraden gezeichnet, die zueinander parallel sind. Wir können aus der Geraden F zum Beispiel eine Strecke FG machen. Und wir können schon den Endpunkt der Geraden H bestimmen. Das wäre der Punkt H. Wo der Punkt I ist, wissen wir noch nicht. Nun legen wir einmal unser Geodreieck so auf, dass der Punkt H und der Punkt G geschnitten wird. Und wir zeichnen eine weitere Gerade. Diese Gerade können wir dann gerade G nennen. Zuletzt müssen wir unser Geodreieck einmal so anlegen, dass die parallelen Hilfslinien auf der Geraden G liegen. Zudem müssen wir den Punkt F schneiden. Nun können wir eine weitere Gerade zeichnen. Das ist nun die Gerade I. Außerdem haben wir jetzt auch unseren Punkt I gefunden. Wir können jetzt zunächst einmal kontrollieren, ob wir irgendwo rechte Winkel drin haben. Das könnt ihr einmal überall machen. Rechte Winkel haben in einem Parallelogramm nichts zu suchen. Wir stellen fest, es gibt keine rechten Winkel in dem gezeichneten Parallelogramm, was sehr gut ist. Das nächste, was wir machen, ist nochmal kontrollieren. Sind die gegenüberliegenden Seiten wirklich parallel zueinander? Wenn dies zutrifft, könnt ihr das aufschreiben. In diesem Fall hier ist die Gerade F parallel zur Geraden H und die Gerade G ist parallel zur Geraden I. Doch was passiert, wenn wir eine Gerade, zum Beispiel die Gerade F bzw. die Strecke FG, etwas länger machen? Dann können wir feststellen, dass zwar die Gerade H weiterhin parallel zur Geraden F ist, aber die Gerade I ist nicht mehr parallel zur Geraden G. Das heißt, wir können feststellen, die gegenüberliegenden Seiten müssen immer gleich lang sein. Das ist ganz wichtig. Schön, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr könnt jetzt schöne Parallelogramme zeichnen.